Bevor es losgeht, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Channel abonnieren würdet. Und ansonsten viel Spaß im Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Planet auf Platte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute, wie ihr schon im Titel gesehen habt, geht es um dreimal Vertical Swirl bzw. dreimal Krautrock, Progrock, so in der Richtung. Ja. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, beziehungsweise keine lange Rede vorweg, sondern wir starten direkt rein, würde ich sagen. Und zwar starten wir direkt mal rein mit dem Album von Colosseum, nämlich der Valentine Suite. Ja, natürlich ein großartiges Album und das Ganze hier ist tatsächlicherweise, da könnt ihr mich gerne korrigieren, falls ich falsch liege, aber meines Wissens nach ist das Ganze hier von 1969, also nein, das steht fest, dass das von 69 ist, aber meines Wissens nach war das hier tatsächlicherweise der erste Release auf Vertigo. Also meines Wissens nach war das der erste Release im Vertigo-Katalog. So, das Ganze ist eine Band aus Großbritannien natürlich und ist zu Hause im ja, Bluesrock, Jazzrock mit extrem vielen fremden oder anderen Einflüssen, was einfach daher rührt, dass die Band in der Grundbesetzung, also in der Ursprungsbesetzung aus Dave Greenland, Dick Hextall Smith, John Heisman, James Sutherland und Tony Reeves bestand. Und das sind natürlich alles Namen in der damaligen Zeit, also zum damaligen Zeitpunkt alles Namen mit richtig Kaliber gewesen und die Jungs haben halt wirklich schon eine immense Erfahrung gehabt und kamen aus verschiedenen Bereichen und ja, also Colosseum damit halt wirklich in der Grundbesetzung meiner Meinung nach die beste Besetzung, die es jemals gab. Eine der einflussreichsten Bands im Jazzrock, aber tatsächlicherweise auch im weiteren Verlauf sehr, sehr wegweisend oder sehr, sehr starke Einflüsse aus dem Progrock. Ja, meiner Meinung nach hier auf dem Album zwei Songs definitiv zu erwähnen. Einmal ist es die Elegy in Moll. Das Ganze ist ein Blues-Song. Und ja, durch die Spielweise in Moll ist das Ganze schon sehr, sehr melancholisch düster angehaucht. Anders als andere Songs auf dieser Scheibe, die dann schon sehr fröhlich auch sind, ist dieses Lied tatsächlicherweise Elegy sehr, sehr anders, sehr, sehr düster und stellt da einen extrem krassen Kontrast dar. So, dann natürlich zu erwähnen, der Titel, der Album-namengebende Song Valentine Suite. Das Ganze wird hier dargeboten in einer dreiteiligen Suite und ja, einer der wichtigsten Songs in der Bandgeschichte meiner Meinung nach. Und ja, also Valentine Suite definitiv wegweisend und bahnbrechend im Bereich Jazzrock, Bluesrock und auch Prog. Sie wurden dann immer progiger so ein Stück weit und ja, wir schauen uns hier natürlich auch nochmal das Cover an. Ups, kleinen Moment. So, wir schauen uns hier noch einmal das Cover an. Auch wirklich fantastisches Gatefold-Cover, wie ich finde. Hier auf der Rückseite dieses zusammenhängende Bild. Wirklich großartige Scheibe musikalisch und auch vom Jacket her, vom Gatefold-Cover her wirklich, wirklich schön gemacht. So, dann werfen wir nochmal schnell einen Blick auf die Scheibe selbst. Da haben wir hier natürlich das bedruckte Vertigo Swirl Inner Sleeve. So, und gut, unten drauf habe ich jetzt gerade nochmal geschaut, weil es nämlich bei den Vertigo Swirl Scheiben meistens oder oftmals so ist, dass man hier unten in der Ecke ein Datum mit einem Monat findet, von wann die Scheibe genau ist. Das ist echt ganz, ganz cool gemacht, ganz cool da bei den Scheiben. So, dann würde ich sagen, hier nochmal ganz kurz die Scheibe auf dem Vertigo Swirl Label natürlich. Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Jazzrock, Bluesrock, Jazz, Blues, Prog, Einflüsse aus allen möglichen Richtungen Album. Ja, gut. So, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Scheibe für heute. Und zwar ist das im Prinzip gar kein richtiges Album, sondern mehr eine Compilation, nämlich Gentle Giant, Giant Steps, The First 5 Years. Ja, das Ganze ist von 1976.
UK Prog Rock, natürlich Gentle Giant kennen wir alle. Ganz ikonisches Cover mit dem Gesicht vorne drauf, kennen wir alle. Und ja, UK Prog Rock von 1976 ist das Ganze hier. Zeichnet sich Gentle Giant grundsätzlich dadurch aus, dass es halt extremst komplexe Musik ist, extrem komplex einfach, da kann man schon gar nicht wirklich viel anderes zu sagen. Das Ganze hier stellt meines Wissens nach eine Compilation, ein Sampler finde ich immer so ein komisches Wort, aber ja, eine Zusammenstellung da der ersten 5 Alben, das ist hier hinten drauf dann auch nochmal geschrieben, Material compiled from Gentle Giant's previous albums. So, hier drauf dann natürlich Songs wie Giant, Alucard, Nothing at All, Plain Truth, Prologue, A Cry for Everyone, Why Not, Peel the Paint, Mr. Class and Quality, River, The Face, The Runaway, Power and the Glory, Playing the Game, In a Glass House. So, ja, das Ganze auch auf Vertigo, auf dem Vertigo-Label natürlich. So, und hier, das muss man ja ehrlicherweise sagen, bei Gentle Giant, die Cover sind ja immer wirklich, wirklich, wirklich fantastisch gemacht. Hier auch der Gatefold, das Gatefold-Cover auch wieder wirklich schön gemacht, auch außen das Jacket wirklich cool gemacht, schönes Cover. Und ja, musikalisch halt natürlich Prog-Rock, Psych-Rock, so in der Richtung unterwegs. Und ja, ist jetzt natürlich schwierig einzuordnen, weil es halt nicht ein Album darstellt, sondern im Prinzip die ersten 5 Alben widerspiegelt. Deswegen ist das jetzt mit der Einordnung des Genres ein bisschen schwierig, weil die sich doch ein Stück weit unterscheiden. Dann vielleicht noch ganz kurz ein Funfact zu dem Namen Gentle Giant, also zu dem Bandnamen. Gentle Giant, meines Wissens nach, haben sich so genannt oder ja, sind auf diesen Bandnamen gekommen und meinen damit im Prinzip einen gigantischen Riesen, der die Musik, die sie spielen, liebt. Das ist so die direkte Übersetzung von dem, wie sie das ja, verstanden haben oder gemeint haben. So, ja. Genau. Gentle Giant mit Giant Steps, The First 5 Years. So, dann kommen wir zur letzten Scheibe für heute. Und da kommen wir wieder zu etwas wirklich sehr, sehr spektakulären, sehr, sehr beeindruckenden und besonderen, nämlich Agitation Free mit dem zweiten Album Second. Und ja, Agitation Free ist eine Krautrock-Prog-Rock-Band aus Berlin. Das Ganze hier ist von 1973. Hier auf dem Album ist auf jeden Fall musikalisch sehr, sehr zu erwähnen und sehr, sehr beeindruckend und wirklich fantastisch dieses extrem großartige, improvisierte Gitarrenspiel. Dadurch zeichnet sich meiner Meinung nach dieses Album wirklich, wirklich aus. Und tatsächlicherweise, wenn man da wirklich tief reingeht und das wirklich mal sich ganz, ganz genau anhört, dann spürt man hier sehr subtile Einflüsse aus dem Arabian Cosmic Psych Ambience Bereich, so aus den Bereichen spürt man da sehr, sehr spannende Einflüsse und ja, meiner Meinung nach schon echt ein richtig, richtig gutes Album der Band. Ob das jetzt das beste Album der Band ist, da halte ich mich mal zurück. Also da tue ich mich noch schwer, weil auch Agitation Free Marlash ist auch echt ein Brett und ja, ist halt immer nicht so einfach. Aber hier vielleicht noch, falls ihr da Bock drauf habt, Agitation Free Second, da gibt es auch eine aktuell irgendwie verfügbare Reissue, bin ich der Meinung. Und ganz, ganz wichtig, Agitation Free hat jetzt 2024 ihr neues Album rausgebracht. Das ist auch auf dem Weg zu uns. Leider noch nicht eingetroffen, sonst hätte ich da jetzt das im Video hier schon gezeigt. Aber ja, also Agitation Free nach wie vor wirklich gut. Und das, was ich bis jetzt von dem Album gehört habe, ist da auch schon echt recht überzeugend. Ist natürlich irgendwie ein anderer Zeitgeist, eine andere Zeit, alles irgendwie so ein bisschen. Aber ja, so ist das halt. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch nochmal ganz kurz hier das Cover an. Nochmal in Gänze von der Rückseite. Hier natürlich hinten die Tracklist drauf, in der Mitte im Gatefold die Jungs selbst. Und auch die Scheibe natürlich, wie versprochen, auf dem Vertigo Swirl Label. Ja, die könnte mal wieder eine Wäsche gebrauchen.
Ja, aber so ist das halt, ne? Wenn du die Scheiben wirklich rauf und runter hörst und regelmäßig hörst, dann bleibt das nicht aus, dass da einfach ein bisschen Staub oder vielleicht, wenn man nicht ganz so vorsichtig ist oder mal irgendwie etwas unaufmerksam ist, dann kommt da auch mal ein Fingertoucher an der Auslaufrille zum Tragen. Sollte nicht sein, aber so ist es halt manchmal. Ja. Nee, gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder durch für heute. Wieder drei Scheiben auf die Schnelle mal eben für euch parat, für euch rausgesucht, was aktuell bei uns so läuft. Ja, ihr kennt das Spiel schon. Abonnieren, liken, kommentieren. Kommentare freuen wir uns immer ganz besonders drüber. Gebt unten mal ein bisschen Feedback, wie es euch gefallen hat. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.